Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Chris, und heute gibt es ein erneutes Gameplay von mir. Ich spiele hier auf Atombombe und das ohne weitere Killserien. Das bedeutet, dass ich hier wirklich nur die Atombombe dabei habe und die ganzen 25 Kills bis zur Atombombe selber machen werde. Und nun ja, diese Atombombe ist auch relativ offensiv. Ich habe mir viel Mühe gegeben, so offensiv wie möglich zu spielen. Und ich hoffe, es entspricht jetzt euren Erwartungen, was eine Atombombe ohne Killserien anbelangt. Und nun ja, zur Spielweise werde ich nachher nochmal was sagen, aber zuerst einmal möchte ich mit euch ein relativ großes Thema besprechen. Und zwar betrifft das die Waffen in Call of Duty. Also allgemein über die Waffen will ich heute mal reden. Und ja, fangen wir gleich mal an. Also ihr seht, ich spiele mit der UMP45. Und viele von euch sind bestimmt der Meinung, dass diese Waffe overpowered ist, und dem kann ich wirklich nicht zustimmen. Also die UMP45 ist für mich keine overpowerte Waffe. Sie ist für mich eine ziemlich normale Waffe, die natürlich zu den sehr starken Waffen zählt. Aber erst einmal erkläre ich euch den Begriff overpowered, was der so auch für mich bedeutet. Und zwar, ja, bedeutet overpowered einfach nur, dass eine Waffe zu stark ist. Und damit ist auch wirklich gemeint, dass diese Waffe zu stark für dieses Spiel ist. Und für mich ist eine Waffe erst zu stark, wenn man gegen diese kaum bis gar nicht eine Chance hat. Das bedeutet, 1 gegen 1 Situation verliert man meistens und man wird auch sehr oft von solchen Waffen getötet und man kann kaum ja, reagieren und verliert dann meistens auch. Und zu solchen Waffen zählen zum einen der Noob-Tuber, also der Granatenwerfer. Das Kommando-Knife ist ein Extra, aber es ist overpowered. Dann auch zum einen die Schrotflinten, aber dazu werde ich später nochmal was sagen. Und nun ja, die UMP45 zählt nicht dazu, da man wirklich mit jeder Waffe gegen die UMP45 ankommen kann. Man sieht es auch sehr gut in meinen anderen Gameplays, wo ich auch mal mit sehr unterschiedlichen Waffen spiele. Und da kann man sehr gut erkennen, dass ich mal mit anderen Waffen spiele, mit der ACR oder mit der T29, mit der F2000 habe ich auch öfters mal gespielt. Und da kann man wirklich sehen, dass man mit diesen Waffen gegen eine UMP45 schon eine sehr gute Chance hat. Und deswegen ist die UMP45 in meinen Augen nicht gerade overpowered. So, jetzt kommen wir erstmal zum Noob-Tuber. Dieser Aufsatz ist für mich sehr overpowered. Ihr kennt es alle: direkte Gefahr und dann noch hier Ein-Mann-Armee. Und Kommando, das ist ja so wirklich die beste Klasse für einen richtig krassen Noob, muss ich mal wirklich sagen. Und es ist immer wieder ärgerlich, durch so einen Noob-Tuber zu sterben, denn diese Sachen sind wirklich viel zu stark. Die müssen meistens nur in die Richtung von einem schießen und man ist schon tot. Und das ist natürlich ziemlich schade. Und ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, man hat gegen overpowerte Sachen, also Waffen vielmehr, kaum bis gar nicht eine Chance. Und das ist bei dem Noob-Tuber nun mal der Fall. Auf jeder Distanz, also ja, okay, im Nahkampf vielleicht hat man da eine, ja, recht gute Chance zu gewinnen, aber meistens ist es wirklich so, dass man durch so einen Noob-Tuber weggebombt wird und das ist natürlich ziemlich blöd. Und das ist nun mal so eine Waffe, die für mich persönlich zu den overpowerten Waffen zählt. Und ja, dann das Kommando-Knife. Das ist für mich auch so ein overpowertes Extra und das liegt einfach daran, dass die Messerreichweite so enorm groß ist, dass man dagegen meistens keine Chance hat, wenn man selber kein Kommando dabei hat. Also das heißt, 1 gegen 1 Situation, wo es aufs Messern ankommt, verliert man meistens. Und ihr seht, ich habe mir das abgewöhnt und werde ja zurzeit immer wieder aus der Hüfte schießen. Das habe ich mir so nach einer gewissen Zeit antrainiert, da ich irgendwann mal bemerkt habe, dass Kommando Knife schon ein ziemlich blödes Extra ist. Und wenn man selber sowas nicht hat, dann hat man gegen so eine Runner, so eine Knife Runner, kaum eine Chance in 1 gegen 1 Situationen, wo man wirklich sehr nah beieinander ist. Zum Beispiel hier jetzt in solch engen Räumen, wo man wirklich aufpassen muss, dass da keiner plötzlich hervorhuscht und einen dann plötzlich aufschlitzt. Und ja, das sollte der Grund sein, wieso ich so wenig Messer. Haben mich auch einige gefragt, wieso ich so wenig messer, und das habe ich mir einfach abgewöhnt. Und ich werde auch in Zukunft nie messern. Also, naja, nie messern ist jetzt auch falsch. Ab und zu messer ich schon, aber recht selten. So, dann kommen wir mal zu den Schrotflinten. Das ist für mich so ein Thema, was so halb overpowerte Waffen sind. Also, es sind Waffen, die wirklich sehr, sehr stark in engen Räumen sind.
Also zum Beispiel hier in solchen Räumen, wo man wirklich mit der Spaß unendlich weit schießen kann. Da hat man dann wirklich kaum eine Chance in solchen Räumen. Und ja, in Black Ops finde ich die Schrotflinten nicht overpowered, da man gegen diese auf großen Flächen eine sehr gute Chance hat. Also da gleicht es sich aus. In engen Räumen hat man mit Schrotflinten natürlich einen Vorteil und und auf großen Flächen hat man einen Nachteil. Und das ist ein ziemlich guter Ausgleich. Und in MW2 ist das leider nicht der Fall. Da die Schrotflinten ja als Zweitwaffen dienen, packt man die Schrotflinten in engen Räumen aus und auf großen Flächen packt man dann wieder seine normale Waffe aus, sein Sturmgewehr. Und das finde ich ein bisschen schade gemacht, also das finde ich ein bisschen schade und auch ein bisschen dumm gelöst, weil dadurch haben die Gegner mit Schrotflinten einen sehr großen Vorteil und mit der Spaß 12, damit schießt man sehr, sehr weit und das finde ich dann auch wiederum ein bisschen schade. Aber nun gut, ich möchte jetzt nicht zu viel flamen. Schrotflinten finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Man ärgert sich natürlich, dass man durch Schrotflinten stirbt. Aber so die richtig overpowerten Sachen habe ich ja jetzt schon gesagt. Das Commando Knife und der Noobtuber, das sind für mich so die overpowerten Dinge, die es so gibt. Mehr overpowerte Dinge gibt es nicht. In Black Ops auch nicht, wie ich finde. Also da fällt mir jetzt nichts ein, was wirklich overpowered ist und wogegen man kaum eine Chance hat. Und ja. Jetzt kommen wir mal wieder zum Spiel und ich habe ja gesagt, dass ich noch was zu meiner Spielweise sagen möchte und ihr habt am Anfang auch gesehen, dass ich wirklich recht offensiv gespielt habe. Ich habe auch, also ich bin auch vorwiegend sehr viel gelaufen in diesem Gameplay, war eigentlich fast überall auf der Karte und nun ja, dann kam ein Harrier, da war ich dann hier in dem Haus und habe dort ein bisschen gecampt, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm und jetzt muss man sich mal so vorstellen, ich bin fast bei meiner Atombombe angelangt, brauche nur noch 5 Kills oder so. Und da kann man sich schon ein wenig vorstellen, wie es mir so erging zu diesem Zeitpunkt. Also, ich war kurz vor meiner Atombombe, dachte mir so, okay, hast sie gleich. Und da war ich schon ein wenig nervös und wollte das natürlich auch nicht versauen, dieses nette Gameplay. Und deswegen habe ich hier ein klein wenig defensiver gespielt. Aber ich hoffe mal, euch stört es nicht allzu sehr. Und ich hoffe mal wirklich, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, macht einen Daumen nach oben. Abonnieren natürlich auch. Und falls ihr ja noch mehr von solchen Nukes sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Videokommentare schreiben. Und dann könnt ihr auch spezielle Waffenwünsche schreiben, mit der ich sowas mal machen soll. Ich werde es versuchen zu erfüllen, aber ich kann nichts versprechen. Und dann wollte ich noch ein paar Dinge besprechen eigentlich. Einmal Mainstream-Waffen und einmal unterpowerte Waffen. Dazu bin ich leider nicht gekommen, weil ich ja noch was zum Spiel sagen wollte, wie schon gesagt. Aber ich werde das in den nächsten Commentaries mal erwähnen. Also nochmal ansprechen. Und ja, ich habe die Atombombe bekommen, wie man gerade sehen konnte. Und das war's so ziemlich. Ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen. Hier packe ich nochmal meine Refika aus. Ich wusste nicht, was ich da irgendwie machen wollte. Hier wollte ich nochmal kurz Rage quitten. Aber das ist jetzt so eher eine kleine Nebeninformation. Nuke habe ich gezündet. Und gleich werdet ihr etwas, ja, etwas Außergewöhnliches sehen, womit ich am Anfang gar nicht gerechnet hätte. Und ja, gleich sehen wir es, gleich sehen wir es, gleich sehen wir es, gleich sehen wir es. Und da sehen wir es. Ich wurde besiegt. Oh mein Gott. Ich habe eine Atombombe gezündet und habe tatsächlich verloren. Ja, das passiert dann frei für alle, wenn man nicht der Beste ist, wenn man die Atombombe zündet. Aber nun gut, ich hoffe, euch stört es nicht allzu sehr. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mein Score beträgt 32 zu 2 und bis zum nächsten Mal. Ciao!